jetzt seit ungefähr 14 Stunden unterwegs mit dem Bus. Wir sind jetzt gerade in Battambang und in einer halben Stunde ungefähr kommen wir an die Grenze nach Thailand. Von da aus sind es dann nochmal ungefähr 5 Stunden bis nach Bangkok. Klassischer Sleeper-Bus, in dem wir gerade sind. Ich konnte auf jeden Fall ein bisschen schlafen, aber auch nicht besonders viel. Und wir sind auch eine ganz komische Route gefahren. Wir sind erstmal von Sihanoukville nach Phnom Penh, die Hauptstadt, gefahren. Und dann wieder zurück. Nach 23 Stunden bin ich jetzt endlich in Bangkok angekommen. Eigentlich sollte der Bus nur 14 Stunden fahren, aber unser Busfahrer war irgendwie ein bisschen verpeilt, hatte ich so das Gefühl. Er hat wohl zwischendurch auch ein ziemliches Streitgespräch mit seiner Freundin geführt, irgendwann angefangen zu weinen beim Fahren. Aber jetzt bin ich endlich angekommen, jetzt geht es erstmal auf die Khao San Road und was zu essen. Oh,